Also wir haben uns zugewunken, aber das war es dann auch schon. Ich sehe ihn morgen. Ich gehe ihn morgen besuchen. Ich danke auch. Die Mutter hat dann nach dem Urteil erstmal geweint. Das waren schon Emotionen, die da hochgekommen sind. Sie war 25 Prozesstage hier, hat mit Yusuf gefiebert und hatte auf eine etwas niedrigere Strafe gehofft. Aber auch sie hat gesagt, das Wichtigste ist, dass Yusuf von diesem Wahnsinn des Salafismus wegkommt. Und das lässt wirklich hoffen. Ja, Yusuf war erstaunlich ruhig. Ich hatte mit viel mehr Emotionen gerechnet. Wir hatten ihn allerdings in zahlreichen Gesprächen darauf vorbereitet, dass wir durchaus mit einem hohen Urteil rechnen. Und insofern hat er es erstaunlich cool hingenommen. Und er hat auch gesagt zu mir, unabhängig davon, dass er das Urteil für zu hoch hält, hat er einen ganz großen Sieg in diesem Strafverfahren errungen. Er hat nämlich den Teufel des Salafismus bekämpft in seiner Gefängniszelle, indem er da vollkommen von weg ist. Und das ist meines Erachtens sehr viel wert.